Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und heute haben wir wieder eine ganz besondere Episode für euch in unserer Reihe zu Gargoyles, die wir recappen, reviewen und nochmal auseinandernehmen. Und zwar heute wieder mit dabei natürlich Nerdizistin Anja. Hallo. Hallo. Und wir haben heute einen Gast zu Gast. Ein Gast zu Gast, ja, natürlich. Und zwar den Galax Acheronian. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hi, nein, hast du nicht. Nein, dann sag mir, wie ich es richtig ausspreche. Also Galax ist eigentlich richtig, aber ich selbst nenne mich Galax und der Nachname wird Acheronian ausgesprochen. Acheronian, okay. Also wie der Archer quasi, Acheronian. Galax Acheronian. Verstehe. Du, bist kein ungeschriebenes Blatt, was das Thema Gargoyles angeht. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber zuerst, kurze Einleitung für alle, die uns vielleicht das erste Mal hören oder die wieder reinspringen. Wir sind der Podcast für Nerds und Cosplayer, wie ich es eben schon gesagt habe. Und in dieser Reihe sprechen wir über Gargoyles. Aber wir haben auch ganz viele andere Reihen. Die findet ihr auf nerdizismus.de. Da geht ihr einfach drauf, findet alle möglichen Infos und Kanäle und Social Media Dinge. So und so weiter und so fort, die wir alle da haben. Und wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Dieses Feedback könnt ihr einerseits an unsere E-Mail-Adresse info@nerdizismus.de senden, als auch an unsere WhatsApp-Nummer, die 01525 964 7709 oder seit neuestem auch schön in unserem Discord-Channel. Denn unter www.nerdizismus.de/discord könnt ihr gerne über alles, was wir hier sprechen, mit uns mitdiskutieren und den Discord schön mit Diskussionen befüllen. Ja, das war es auch schon von dieser Seite her. Wir haben in den letzten zwei Folgen über Gargoyles jeweils über 5 Episoden gesprochen. Ja, genau. Heute werden wir über das Ende der ersten Staffel sprechen. 11, 12 und 13, sowie den Anfang der zweiten Staffel, Folge 1 und 2. Aber jetzt wollen wir doch erstmal zu unserem Gast rüberschwenken. Denn hallo Galax, erstmal schön, dass du dabei bist. Wie sind wir auf dich gekommen? Wie bist du auf uns gekommen? Ich bin auf euch gekommen, einfach nur wegen dem Thema Gargoyles. Das verfolge ich ja bis heute. Und da ein Podcast ist, der über die Gargoyles spricht, da war ich natürlich sofort dabei. Ne? Sofort den Podcast gehört. Und ja, es sind ein paar klitzekleine Fehlerchen unterlaufen, die nicht wirklich wichtig sind. Aber ihr hattet euch ja zum Beispiel auch gefragt, wie eine Figur, wie der Bronze entstanden ist, wo der herkommt und warum es den gibt. Solche Fragen kann ich zum Beispiel beantworten. Ja, wunderbar. Und wie ich eben schon gesagt habe, du bist kein unbeschriebenes Blatt, was die Gargoyle-Szene angeht. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt eine richtige Gargoyle-Szene, beziehungsweise es gab eine richtige Gargoyle-Szene. Bisschen aktiv ist sie noch. Damals. Und sie ist immer noch aktiv. Bisschen. In Deutschland. Und da bist du großer Teil von, richtig? Ja, ein ganz normaler Teil eigentlich. Aber schon der Teil, wenn es um Informationen zur Serie geht, dann bin ich da schon Ansprechpartner, sofern überhaupt noch jemand eine Frage hat, in den letzten 6, 7 Jahren auf jeden Fall nicht. Ja, also es gibt eine richtige Gargoyle-Szene in Deutschland. Wie ist denn diese entstanden und was passiert denn da so drin? Entstanden ist sie damals 2000 rum, so 1999, 2000 rum, auf der Webseite gargoyles.de. Die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Da gab es einen Chat und da haben wir uns eigentlich allabendlich getroffen. Das waren so ein Kommen und Gehen
so ein Kern von 10, 20 Leuten. Und einige von den Kern sind bis heute halt befreundet. Wir haben auch eine eigene WhatsApp-Gruppe. Und insgesamt waren das vielleicht so 50, 60 Mitglieder im Laufe der ganzen Zeit, wo natürlich niemals alle gleichzeitig da waren. Ja, und ihr habt euch sogar auch zu richtigen Gargoyles-Conventions getroffen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Jein. Wir hatten nie ich selbst habe natürlich auch ein Kostüm, ist völlig klar. Habe das aber auch schon seit fast 10 Jahren nicht mehr angehabt. Ich passe aber noch rein. es war tatsächlich eher immer so ein geselliges Beisammensein. Wir haben das immer Gathering genannt, nach der Gathering in der Serie. Und aber zuletzt wurde es dann doch eher nur ein Treffen unter Freunden. Und das letzte ist, glaube ich, auch schon 3 Jahre jetzt her. Das war irgendwo in, oh Gott, wo waren wir? Irgendwo in Bayern, glaube ich, war das. Keine Ahnung mehr. Also richtig, ihr habt euch auch, du hast dich verkleidet und andere haben sich verkleidet. Ich meine, da kann Anja wahrscheinlich am besten zu die Fragen stellen. Ja, das ist dann schon das Thema Cosplay. War das bei euch auch schon, ja, wie auf so einer German Comic Con, wo dann alle in Kostümen rumlaufen? Oder waren das nur Einzelne, die das gemacht haben? So Comic-Con-like war es immer geplant und ist niemals dazu gekommen. Es gab ganz wenige Treffen, wo dann 2, 3 Figuren im Kostüm waren. Mein eigenes Kostüm ist niemals auf so ein Treffen erschienen. Also das hängt im Prinzip nur im Schrank. Ich habe es ein paar Mal für Fotos angezogen. Dann habe ich es einmal zu Halloween getragen. Und das war es eigentlich auch schon. Wen hast du denn dargestellt? Alles eigene Figuren. Wir haben meistens unsere eigenen Charaktere erstellt. Ah, okay. Und es gab wenige, die haben Figuren aus der Serie verkörpert. Aber vor einem knappen Jahr hat eine von uns ein Brooklyn-Kostüm gebaut für die Comic-Con jetzt, die vor der Corona-Geschichte war. Ah, okay. Ja, weil ich habe zum Beispiel auf noch keiner einzigen Con irgendwie mal ein Cosplay gesehen, was irgendwie mit den Gargoyles zu tun hatte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich eine große Herausforderung ist, ein Gargoyle darzustellen. Ich habe im Internet mal geschaut, es gibt sehr viele Cosplayerinnen, die Eliza darstellen, die auch sehr gelungen sind. Also ich finde, die ist ja auch sehr gut machbar. Also die hat ja natürlich ein sehr sportliches Outfit an und so ein Goliath darzustellen, wird natürlich schon etwas schwieriger, weil ich glaube, der Aufwand, die Flügel zu bauen und so und auch die, ja, die Pranken irgendwie zu bauen, das stelle ich mir sehr schwierig vor. In meinen Schwingen, da waren übrigens, wir sagen Schwingen, wir sagen nicht Flügel, da habe ich diese Rohre genommen, die man eigentlich benutzt, um da Elektroleitungen reinzustecken. Die sind relativ leicht, schön stabil und die lassen sich auch gut biegen. Und da habe ich einfach nur Stoff drauf gespannt, der gefärbt war. Ah, okay. Ja, spannend. Und du hast ja auch sogar das, sagen wir mal, das deutsche Wikipedia ein wenig mitgeprägt, weil du hast den Gargoyles Wikipedia-Artikel in Deutschland verfasst. Die Urfassung, ja. Die Urfassung, ja. Vor 10 Jahren etwa. Okay, und da hast du dir gedacht damals, ja, es gibt noch keine deutsche Variante, die muss ich unbedingt einmal schreiben, weil es noch keiner gemacht hat. Genau, das war mein Ansporn, habe in die Wikipedia geguckt und festgestellt, gibt keinen Artikel. Es gab zwar die Erwähnung zur Serie selbst, aber den Artikel nicht und den habe ich halt verfasst. Und ja, so ist der Artikel entstanden und soll ich die Sache mit den Edit War erzählen? Nee, ne? Das kannst du gerne, das ist sicherlich sehr, sehr spannend für alle, die da nicht drin sind. Also es gab einen sogenannten Edit War, das ist, soweit ich es richtig verstanden habe, ein Krieg um einen Artikel von Wikipedia-Editoren, die alle den Anspruch erheben, dass sie was richtig oder falsch machen? Korrekt. Und in meinem Fall, oder beziehungsweise in unserem Fall, ich war ja nicht ganz allein, war das so, dass wir halt oder dass eine Gruppe von Anime-Fans in den Artikel eingegriffen hat, weil die waren damit nicht so einverstanden, dass der Artikel, ja, ich sag mal, schön klingt. Ne? Die waren mit der Serie nicht einverstanden, die waren sehr fanat in alles, was in Japan so an Zeichentrick produziert wird. Aber alles, was jetzt so aus den westlichen Ländern kam, haben die nicht so gemocht. Und da wollten sie den Artikel eigentlich klein halten und haben aber am Ende das Gegenteil bewirkt, weil auf jede
Behauptung von diesen Leuten, nee, das glauben wir nicht, nee, das kann nicht wahr sein, kamen dann wir mit unseren Belegen. Und so wurde der Artikel immer größer und größer und größer. Ja, und irgendwann haben sie aufgegeben. Okay. Und der Artikel, wie er, ich gehe jetzt gerade mal ganz kurz auf Gargoyles Wiki, wie er jetzt aktuell ist, in der Form, der wurde dann im Laufe der Jahre noch weiter geprägt. Oder wie viel wurde er erweitert? Tatsächlich ist er fast so erhalten, wie ich ihn damals final gemacht hatte. Es gab natürlich überall so kleine Änderungen. Ich habe irgendwann noch mal die Tabelle eingeführt, 2006 oder 2008 war das, wo die Gargoyle Comics erschienen sind. Die haben ja diverse Preise gewonnen und Nominierungen bekommen. Diese Tabelle habe ich noch eingepflegt ganz schnell. Das war mein letztes Wirken an dem Artikel. Und ansonsten haben natürlich einzelne Menschen, normale Menschen, die jetzt keine Ambition hatten, irgendwas klein oder groß zu reden, da Formulierungen angepasst oder Quellen nachgereicht und so. Da habe ich natürlich überhaupt gar keinen Einfluss drauf gehabt. Ja, sehr lustig. Ich hab mal irgendwann versucht, einen Wikipedia-Artikel für mein Heimatdorf zu verfassen, um da ein bisschen ein paar Informationen reinzusetzen, die auch auf der offiziellen Seite meines von neuen Kirchen aus dem Kreis Steinfurt waren. Meine Änderungen wurden ganz schnell wieder rausgeschmissen, obwohl alles akkurat war. Also ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht mal so leicht ist, bei Wikipedia überhaupt was reinzusetzen. Tatsächlich ist das eine extrem schwierige Angelegenheit. Wenn man da so drin ist, hat man immer das Gefühl, es gibt da eine kleine Handvoll Leute, die ganz genau aufpassen, was gewusst werden darf und vor allem, was nicht gewusst werden darf. Ich gebe da mal sehr gerne das Videokassettenbeispiel, um einfach wie das alles abläuft. Ich hatte euch das ja im Vorfeld erzählt, ich erzähle es für die Zuhörer mal. Und zwar gab es den Pilotfilm in geschnittener Fassung als VHS-Kassette irgendwann in den, glaub, 90er Jahren. Und ich habe eine über eBay ergattert gehabt. Und die ist ab 12 Jahre freigegeben. Und diese Information habe ich in den Wikipedia-Artikel mit einfließen lassen. Einmal, dass es die VHS gibt und auch, dass sie ab 12 freigegeben ist. Da es die Kassette aber nicht mehr im Handel gibt, wurde erstmal die Kassette als solche mit Skepsis betrachtet. Aber auch das ab 12 freigegeben hat mir niemand dort geglaubt. Und um diesen da einen Schlussstrich zu ziehen, habe ich einfach schlicht und ergreifend die Kassette fotografiert. Hab dann dieses FSK-Logo mit reingebracht und sagt, hier, da, ihr seht, das ist wirklich ab 12. Und da wurde gesagt, nee, du bist involviert, du bist Besitzer der Kassette und Autor des Artikels, daher ist dein Beleg nicht gültig. Und so auf diese Art und Weise ist das grundsätzlich dort in dem Artikel die Arbeit gewesen. Na krass. Spannend. Und es ist ja ganz interessant, dass du auch dich an dem Wikipedia-Artikel beteiligt hast, aktiv, weil, so wie du uns im Vorfeld erzählt hast, hat Gargoyles, vor allem den Gargoyles-Fanfiction, bei dir zu deiner aktuellen persönlichen Berufung geführt. Ja. Du bist Autor. Richtig. Für Science-Fiction und ab und zu verlaufe ich mich mal in der Fantasy. Aber Gargoyles ist ja eher, ja, ist ja schon ein Mix, ne? Science, Sci-Fi, Fantasy, Drama, ich glaube, das ist alles drin, was es gibt. Hm. Comedy. Hm. Und ich war mit der dritten Staffel, die damals vom Sender ABC produziert worden ist, nicht einverstanden und habe mir so gedacht, ganz naiv, auch das kann ich besser. Und habe mich rangesetzt und angefangen zu schreiben. Und auf der Webseite gargoyles.de, wo wir damals uns alle getroffen haben, gab es einen gewaltigen Bereich für Fanfiction. Bilder, Schreibzeug, alles Mögliche. Ich habe angefangen, ein paar Zeichnungen. Ich bin rein zufällig auch ein bisschen talentiert, was Zeichnen betrifft. Habe da ein paar Bilder hochgeladen. Die kamen sehr gut an. Und dann dachte ich, ach, jetzt kannst du deine alten Geschichten mal rauskramen. Habe ich da mal drüber geguckt. Mehr schlecht als recht. Rechtschreibe war katastrophal. Egal, hochgeladen, passt schon. Und tatsächlich habe ich Leser gehabt. Gar nicht mal wenig. Was mich sehr erstaunt hat. Ich habe sehr viele E-Mails als Reaktion bekommen. Und aus diesem Hobby ist dann irgendwann ein Beruf geworden, weil ich habe eine Freundin getroffen. Das war übrigens dieselbe, die das Brooklyn-Kostüm gebaut hat. Die hat damals ein Praktikum bei einem Verlag gemacht und hatte in einer meiner Nicht-Gargoyle-Texte reingeschaut und sagte den legendären Satz, für mich ist er legendär, das ist besser als alles, was wir reinbekommen. Und das hat mich so wusch.
Und dann ging es einfach ja, also, so. Einfach so eins nach dem anderen. Zack, 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 war ich Auto, bumm. Okay. Und du sitzt du jetzt einfach da und schreibst Bücher und verkaufst die auch entsprechend. Genau. Als Self-Publisher oder noch unter einem anderen Publisher? Wir nennen das Hybrid-Autoren. Das sind die Leute, die halt über Verlag und über Self-Publishing gehen. Mhm. Da können wir bald auch ein bisschen näher noch was zu hören. Ich weiß nicht, wann ich den raushaue, den neuen Podcast mit Ansgar Fabri, habe ich gesprochen. Ist auch ein Buchautor, der jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht hat. Und über den habe ich auch ein bisschen mit, über das Thema Self-Publishing und ja, das Autorensein gesprochen. Nur als kleiner Anteaser. Ist gemerkt. Ja. Was kommt in deinen Büchern vor? Also du hast gerade gesagt, also bevor wir in Gargoyles dann einsteigen, möchte ich dann doch nochmal wissen, weil ich bin jetzt eher der Mainstream-Leser, möchte ich jetzt mal behaupten, so ein Herr der Ringe und vielleicht so ein Andreas Eschbach und ähnliche Sachen lese ich super, aber ich verirre mich selten bis gar nicht darf ich es Hardcore-Ecken? Natürlich. Oder in die Hardcore-Ecken verirre ich mich selten. Was für Werke bekommen wir von dir? Das ist schade, dass du dich da nicht verirrst, denn ich schreibe tatsächlich Hard-Sci-Fi. Okay. Ja, dann erzähl doch mal, was ist jetzt Hardcore-Sci-Fi? Was für Geschichten erfahren wir von dir? Das ist eine gute Frage, die man sehr lange und sehr ausführlich eigentlich ausführen müsste. Würde diesen Podcast eigentlich sprengen. Also Hard Sci-Fi könnte einen eigenen Podcast draus machen. Grob gesagt, Hard Sci-Fi beinhaltet alles, was wirklich real möglich ist. Das heißt, ab der Lasergun und den FTL-Antrieb ist da auch schon vorbei. Okay. Das heißt, realistisch, dann nehmt ihr euch so ein SpaceX vor, was SpaceX in 30 Jahren könnte und genau. Schreibt dementsprechend. Genau. Und ich habe tatsächlich relativ viele Kurzgeschichten und auch Novellen, die alle auf der Erde spielen, auf festem Boden, in der Zukunft irgendwas Wissenschaftliches oder Gesellschaftliches. Ich bin unglaublich gesellschaftskritisch dabei. Immer wieder so, das ist da der Ursprung der Sci-Fi, ne? Der Gesellschaft den Spiegel vorhalten und sagen, guck mal, ihr habt da Scheiße gebaut. Und wenn ihr weiter Scheiße baut, dann passiert das und das. Und das wird natürlich ein bisschen abgewandelt. Und so, das ist tatsächlich so mein Ding geworden. Ja, cool. Und wo kann man dich lesen? Wo kann man dich finden? Wahrscheinlich auch unter sowas wie Amazon. Also, hört man mich noch? Ja. Okay. Ja, jetzt hört man. Genau. Ja, also in allen Buchshops eigentlich ganz normal einfach meinen Namen, den ich am Anfang genannt hatte, eingeben, dann findet man schon jede Menge Sachen. Und ja, ich würde es tatsächlich gar nicht jetzt so weit ausschweifen wollen, tatsächlich, aber sind ein paar schöne Sachen bei rausgekommen, wo auch mal der Deutsche Science-Fiction-Preis sich schon mal mit einer Nominierung gemeldet hatte oder auch der Kurt-Laßwitz-Preis. Also ganz so schlecht ist es definitiv nicht. Wunderbar. Ja, aber wie gesagt, heute sprechen wir dann doch über dein Lieblingsthema, und zwar die Gargoyles. Mhm. Und wie wir eben schon gesagt haben, den Abschluss der ersten Staffel sowie den Anfang der zweiten Staffel. Und ja, Anja, welche Episoden warten denn da auf uns? Wir haben heute ja die letzten Episoden der ersten Staffel. Das ist die Episode 11, 12 und 13. Und dann haben wir die zweite Staffel, die wir dann anfangen zu besprechen mit der Episode 1 und 2. Okay, dann wie wir es immer so machen, wir werden jetzt einmal ganz kurz, oder Anja hat diesmal kurze Zusammenfassungen vorbereitet und dann sprechen wir einfach mal über die Episoden. Genau, also wir fangen an mit der Folge 11, die da heißt Durchhalten bis zum Morgengrauen oder auch im Originaltitel Long Way to Morning. Und wir beginnen mit einer Rückblende von Hudson, der sich an eine Szene aus dem mittelalterlichen Schottland zurückerinnert. Jedoch geht es dann rasch über in einen Szenenwechsel und wir sehen Demona Eliza bei sich zu Hause angreifen. Ja, daraufhin berät sie sich mit den Gargoyles, also Eliza, und Goliath und Hudson machen sich dann auf den Weg zu Demona. Im Kampf wird Goliath von Demona verletzt und Hudson flieht mit ihm. Demona versucht, Hudson auf ihre Seite zu ziehen, aber Hudson kämpft gegen sie.
Ja, und dann springen wir auch schon zur nächsten Folge. Ich habe das sehr verkürzt gemacht, also wundert ja, euch aber bitte nicht. Dann lass uns doch einfach mal über die Folge bisher sprechen, würde ich sagen. Ja, genau, das ist eigentlich am besten. Und wie gesagt, ich habe es abgekürzt. Und wie ihr lieben Hörer uns ja alle kennt, ist Chris der Master of Recaps. Und ich bin überhaupt nicht gut in Zusammenfassungen. Also dürft ihr gerne alle Details, die in dieser Folge wichtig sind, gerne nochmal hervorkramen. Ja, genau. Ja, das ist mal wieder eine der Episoden, die, wo jetzt die Animationen nicht unbedingt auf dem Höhepunkt sind, aber wo wir, und das mag ich einfach an den an vielen Gargoyles-Episoden, wo wir wieder Flashbacks bekommen. Mhm. Flashbacks in das, was war es, 17. Jahrhundert? Ja, ich vergesse immer, welches Jahr. 994. 994, da sagt der, da ist der Experte bei uns, das ist wunderbar. Und wobei diese Episode 989 gespielt hat. Genau, etwas davor, ne? Noch in der Zeit, als Hudson noch der Anführer des Clans war. Tja, soll ich was zu sagen? Ja, gerne. Okay, das ist, auch wenn du gesagt hast, ist leider nicht die schönste animierte Episode, aber leider oder zum Glück ist es eine der absolut wichtigsten Episoden innerhalb der gesamten Serie. Und zwar geht es gar nicht um die Geschichte mit Hudson, Demona und Goyath, wie sie da kämpfen. Es geht um den Hintergrund, die Geschichte davor, was die Rückblenden, das sind eigentlich die Knackpunkte, die die gesamte Serie beeinflussen und sich auch noch über viele, viele, viele Episoden fortsetzen. Ja, da hätten wir zum einen den Hintergrund, warum überhaupt die Menschen beziehungsweise das kleine Dorf da mit der Prinzessin überhaupt so schlecht auf die Gargoyles zu sprechen ist hier. Das ist ganz spannend, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Serien wir hier noch wieder wirklich die Hintergrundstory sich noch weiter öffnet und wir erfahren, wie es zuerst, was es mit dem Archmage auf sich hatte und was es mit der Furcht und der Wut auf die Gargoyles auf sich hatte, mit der Prinzessin, wie heißt sie nochmal? Catherine, genau. Ja. Für mich nicht unbedingt eine meiner allerliebsten Episoden, wahrscheinlich auch wegen der Animation, aber du hast gerade schon gesagt, dass es von den Informationen her schon wichtig und es ist eigentlich eher, wir haben ja schon fast wieder eine Wiederholung. Eliza wird angeschossen, aber diesmal wird sie zum Glück, verfehlt es sie zum Glück und der A-Plot ist gar nicht mal so wichtig wie der B-Plot. Genau, also die Parallele zu den beiden Handlungssträngen ist ja einmal, dass Demona Eliza ja vergiftet mit so einem Pfeil, wie auch der Archmage den König damals, also den Vater der Catherine, vergiftet hat. Und ja. Goyath und Hudson hatten halt 24 Stunden Zeit, Demona zu treffen, um das Gegengift zu erhalten. Das war natürlich ein Hinterhalt, ganz klar. Sie wollte sich rächen wegen den vorhergegangenen Sachen. In der Vergangenheit gegen Goyath, also da, er hieß er damals schon Goyath? Ich weiß gar nicht. Er hatte noch keinen Namen, glaube ich. Nee. Ganz kurzer Funfact, es gibt einen kleinen Widerspruch in diesen Episode zu einem Pilotfilm. Und zwar sagte Katharina ja im Pilotfilm, Goyath sei ja auch ein Wilder und ein Rüpel gewesen. Und in dieser Episode ist Goyath doch sehr devot, geht sehr gebückt. Ne? Also er hat überhaupt nicht diesen, er macht gar nicht den Eindruck, dass er wild und rübelhaft ist. Mhm. Ja, das stimmt. Und ja? Ja. Nee, sag, mach ruhig. Ja, die gehen halt in der Vergangenheit halt in diese Höhle, wo der Archmage ist. Es wird niemals in der Serie geklärt, was das für eine Höhle ist. Es ist ja ein gigantisches unterirdisches Gewölbe mit Reliefs und unglaublich viel Gängen. In ein Wandrelief geht Demona, also damals natürlich ohne Name noch, zur Wand und schaut sich das an und findet dort tatsächlich ein Relief, dass das Massaker, was dann viele Jahre später passiert, schon dargestellt ist. Also sie sieht bereits die Zukunft, das ist dort schon festgehalten.
Das ist eine sehr interessante Szene. Wir gehen davon aus, dass tatsächlich Greg Weisman mit der Höhle und den Schaffern der Höhle noch was vorhat. Es gibt auch Theorien dazu, wo die herkommen, aber dazu vielleicht später mehr. Ah, okay. Ja, Anja, was sagst du zu der Episode? Ja, was sag ich zu der Episode? Also ich, irgendwie ging die so ein bisschen an mir vorbei. Obwohl die jetzt anscheinend so sehr wichtig ist. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich die geguckt habe. Das muss ich jetzt auch sagen. Ich würde mal weitermachen mit Folge 12. Kann ich noch ein paar Fun Facts bringen? Natürlich, immer gerne. Okay, einmal, der Archmage stirbt ja, der fällt ja in diese Felsspalte und sie können das Primorum Arcanorum retten, um den König zu retten. Dieses Buch ist auch sehr relevant für die gesamte Serie. Ja. Es gibt eine schöne Geschichte für den Hintergrund der Produktion der Episode, und zwar hatte damals in den 90ern, wie die Serie im amerikanischen TV lief, hat der Comicverlag Marvel eine Gargoyles-Comic-Reihe produziert, die parallel zur Serie lief. Und dort, in diesem Comic zum Beispiel, hat Demona herausgefunden, dass Elisa diesen Anschlag überlebt hat. Denn in der Serie wusste sie das schon wieder aus, weil darum, in den Comics wird quasi erklärt, warum sie es weiß. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Die Comics wurden übrigens eingestellt. Es gibt nur 9 oder 11 Hefte davon. Mhm. Die habe ich alle, natürlich. Und ganz am Ende der Episode gibt es noch einen kleinen Filmfehler. Den hat dann Greg Weisman am Anschluss der Serie, als die Serie beendet worden ist, nacherklärt, und zwar die Waffe in Demonas Hand versteinert. Und das ist mir super, dass du das sagst. Das ist mir immer wieder beim Nachgucken der Episode aufgefallen, aber ich hab's in der Tat diesmal gar nicht aufgeschrieben, dass das eine der Sachen ist. Es dürfte eigentlich nicht, das ist ja drüber versteinert. Richtig. Und zu der Versteinungsgeschichte, das ist, je nach Plot, wie es gebraucht wird, sind die Dinge, die Gargoyles halt in den Händen haben, mal versteinert. Und wenn es halt das Skript erfordert hat, sind sie nicht versteinert. Mhm. Da gibt es eine sehr, sehr langwidrige Erzählung von Greg Weisman selbst. Er hat irgendwann mal gesagt, ja, alles, was der Gargoyle berührt, über längeren Zeitraum, versteinert mit. Und alles, was er kurzfristig berührt, versteinert nicht mit. Dieser Aussage steht natürlich viele, viele Fehler entgegen. Das ist halt doch nicht so. Es ist einfach nur wirklich Drehbuchautoren, die schreiben das so, wie sie es gerade brauchen können. Und das Schöne ist, dass da Greg Weisman eine kleine Sage drumherum gewoben hat, warum, wieso, weshalb überhaupt Gegenstände versteinern, die der Gargoyle anfasst, ne? Weil es ja eigentlich Quatsch ist, weil der Gargoyle ist ja die Figur, die versteinert, und nicht eventuell die Kleidung, die er trägt oder die Waffe, die er in der Hand hält. Ja. Und wollt ihr die Geschichte dahinter kennen, die Sage? Sehr gerne. Okay, und zwar ist das folgendermaßen gewesen, dass die Gargoyles damals, lange bevor es diesen Versteinungskram gab, halt alle nackig waren. Und das haben die Menschen ganz, ganz schrecklich gefunden, dass wir überall nackte Gargoyles rumstanden. Und dann kam ein Magier und hat gesagt, okay, wir finden das nicht gut. Ich werde jetzt einen Zauber sprechen, der alle Gargoyles auf der ganzen Welt so verflucht, dass alles, was sie berühren, versteinert. Und das ist Greg Weismans Sage zu der Versteinungsgeschichte. Na cool. Hat er denn auch, jetzt frage ich mich, da gibt es ja sicherlich dann auch irgendwelche Fantheorien, wenn er sagt, wenn etwas längere Zeit in Berührung ist, heißt theoretisch, wenn er die ganze Zeit einen Menschen umarmt, bis die Versteinerung einsetzt, würde der Mensch mitversteinern? Gute Frage. Ich gehe von aus. Ich weiß es nicht. Okay. Also ich halte tatsächlich von dieser Sage von Greg Weisman halte ich nicht sehr viel. Und da er hat das ja auch nachträglich alles reingeschoben. All diese Hintergrundinfos, die ich hier so zu den einzelnen Episoden bringe, ist alles nachträglich auf die Fanfrage. Viele Fans haben damals den Menschen gefragt, sag mal, das ist das und das passiert und das ist so und so, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann war er in der Erklärungsnot und sagte, ja, Leute, passt mal auf. Und dann kam so eine Erklärung zustande. Und manche Erklärungen hat er halt sehr oft wiederholt, die sind dann halt eingeflossen in die Legendary. Aha. Wir haben hier übrigens auch noch einen Fun Fact von mir. Wir haben ein wie hieß der auf der Fl- eine
eine Anleihe auf ein Cameo auf die Flucht. Ich glaube, das war die Flucht mit Harrison Ford. War das auf der Flucht? Der mit Richard Kindle, der Film? Als nämlich als Goliath und Hudson da den Abfluss darunter springen. Da bin ich raus. Ja, es gibt ja die Szene, eine ikonische Szene, wo Richard Kimball abhaut und dann in einem Kanalsystem, Kanalisationssystem rausspringt und quasi sich damit flüchtet durch einen großen Sprung ins Kanalabwasser. Und das wurde hier, da wurde drauf hingewiesen in der Szene mit Goliath und Hudson. Boah, ich kenne Kimball auf der Flucht nur aus Alf. ja, ansonsten hatte ich noch gelesen, ja, der ihr guckt's immer alle auf Deutsch. Oder guckst du, Galax, guckst du das auch auf Englisch? Ich hab's sowohl als auch. Ich habe jetzt auch beides irgendwie so geguckt. Ja. Also ich muss dazu sagen, die deutsche Tonspur kenne ich auswendig. Ja, geht mir ähnlich. Der schottische Akzent von Catherine ist dann doch etwas hart, würde ich jetzt im Englischen behaupten. Gut, aber gehen wir doch einfach mal weiter zur nächsten Episode. Genau, wir sind da bei Folge 12. Heißt auf Deutsch Ihres Bruders Hüter oder auch im Original Her Brother's Keeper. Also Eliza ist mit ihrem Bruder Derek, der auch zufällig da bei der Polizei arbeitet, hinter Xanatos her und die verfolgen ihn mit dem Hubschrauber und Xanatos ist auf irgendeine, er sieht aus wie eine Gala, ich weiß nicht genau, was es ist, aber er kauft sich dort einen großen Diamanten und wir machen wieder Bekanntschaft mit The Pack, die dort wieder auftauchen und diese stehlen den Diamanten und es gibt natürlich eine kleine Verfolgungsjagd. Xanatos bietet Derek im Anschluss einen Job an. Eliza warnt ihn daraufhin vor Xanatos und fragt bei den Gargoyles um Rat. Ja, diese wollen, dass sie Derek die Wahrheit über die Gargoyles erzählt und ja, um ihren Bruder davon zu überzeugen, dass Xanatos nichts Gutes im Schilde führt. Aber Xanatos kommt ihnen zuvor. Ja, ich mochte diese Folge übrigens sehr, weil ich diese Geschwisterkonstellation sehr interessant fand. Ja, da ist es auch, um nochmal auf deinen Polizeikommentar hinzuweisen, die ganze Marzer-Familie ist ja im Polizeitum als Polizisten eingebürgert quasi. Nur Derek hat dann am Ende... Die Mutter nicht. Die Mutter nicht. Die Mutter als einzige nicht. Vielleicht war sie ja irgendwann mal Sekretärin bei der Polizei oder nee, so. Nee, aber Lisas Schwester ist auch Polizistin. Ah. Ja. Und deshalb ist natürlich es tragisch, dass Derek am Ende dieses Schicksal erlebt und dann nicht auch die Marzer-Tradition fortsetzen kann und zur Polizei geht. Ja, aber ansonsten geht es hier ganz, ganz klar in dieser Folge stark um das Thema Familie und wie Eliza mit ihrer Familie umgeht. Und wir haben schon in dieser Staffel kleine Teaser in Elisas Familie bekommen und diese vertiefen sich jetzt dadurch, dass man ihren Bruder kennenlernt und wo es auch ab dieser Episode sehr, sehr persönlich für Eliza wird in den ganzen Beziehungen mit Oberbösewicht Xanatos, weil er quasi es persönlich macht dadurch, dass er ihren Bruder involviert in die ganze Geschichte. Mhm. Das war ja gezielt von Xanatos. Ja, also das war ja, das erklärt ihm ja Fox auch später im Gefängnis, also ihr, dass das komplett alles vorbereitet war, den Kauf des Diamanten, die Pack engagieren, damit sie den stehlen, die Verfolgungsjagd, war alles vorbereitet, weil Xanatos einfach nur Derek haben wollte. Mit Derek haben wir auch eine neue wichtige Figur in die Serie bekommen, die auch später noch sehr viele Auftritte haben wird. Ja, es gibt zwei lustige Sachen zu der Episode zu wissen. Einmal, dass in der amerikanischen Fassung rausgecuttet worden ist, wie Hyäne bei dem einen Fan die Fliege zerschneidet. Die gibt es nur in der deutschen Fassung und auf der DVD.
Und der Hubschrauber, mit dem die Gargoyles fliegen. Das ist eine ganz witzige Geschichte, wieso, weshalb sie das tun. Und zwar hatte Disney als Auftrag an die Skripte gegeben, wir wollen einen Merchandising-Hubschrauber als Spielzeug verkaufen, wir brauchen einen in der Serie. Und deshalb wurde dieser Hubschrauber, den ich übrigens auch habe, in diese Serie eingebaut. Und deswegen taucht er auch nie wieder auf, weil die brauchen den wirklich einmalig. So wie das Motorrad, das in der Episode mit Dimona gab, Brooklyn und Dimona. Dieses Motorrad gibt es auch als Spielzeug. Ah, okay. Das und, erklärt einiges. Ja, deswegen ist das auch nie wieder aufgetaucht. Und das ist eigentlich der Hintergrund zum Hubschrauber. Ah, okay. Cool. Ja, ja, hier ist es rein von der Animation übrigens ist das wieder eine Top-Episode. Absolut, ja. Eine der sehr, sehr, sehr guten Episoden. Und ich wünschte mir, die hätten das bei jeder Episode so gemacht, aber das hat dann leider damals das Budget einfach nicht zugelassen. Man möge sich nur vorstellen, wie sowas heute aussehen könnte. Oh nein, bitte nicht. Da ist alles 3D und sieht aus wie aus Gummi. Nein, nicht unbedingt. Ich meine, es ist, viele Serien haben zwar heute ihren eigenen Stil, finden ihren eigenen Stil, aber schau dir mal die ganzen DC Universe Animationsfilme an. Und in dem Stil ist ja Gargoyles damals auch quasi wie die Batman The Animated Series gewesen und da hat sich ganz viel Inspiration davon geholt. Genau. Und auf diesem Niveau, wie die heutzutage noch die DC Universe Filme rauskommen mit den digitalen Möglichkeiten, wäre es cool, wenn man, also ich wäre allein für so einen Reboot von der Serie, die alten Tonspuren nehmen und das nochmal neu durchanimieren. Also das Reboot ist ja schon sehr lange in Gespräch bei Disney, ne? Das wird auch auf jeden Fall kommen, gehe ich ganz stark von aus. Ja, aber es wird wirklich ein Reboot. Neue, alles neu von vorne. Und natürlich mit Anpassungen an unsere aktuelle Zeit. Ne? Da werden sie keine Disketten mehr jagen, sondern vermutlich USB-Sticks. Hat Wiseman irgendwelche Hände da im Spiel? Er möchte unbedingt. Auf Twitter, wenn man ihn verfolgt, was ich ja unter anderem tue, kann man da auch mal so ein bisschen gucken, wie weit sind sie, verläuft es wieder im Sande. Allein der Kinofilm zu Gargoyles, ich glaube, die haben 7 oder 8 Mal in den letzten 20 Jahren angekündigt, einen Kinofilm zu machen und es ist immer wieder gecancelt worden. Ja, es ist natürlich auch, man geht da eine sehr komplexe Produktion an, weil es ist ja jetzt nicht die typische Disney-Erzählung, die da Gargoyles da hatte und ich glaube, viele Fans wären echt enttäuscht, wenn sie das versimplifizieren würden, wo wir wahrscheinlich alle mit rechnen müssen. Aber das Fandom ist da, denke ich mal, auch nicht groß genug, um dann genug Aufschrei zu leisten, dass sich dann Disney an dem alten Fandom orientieren würde. Vor das Reboot habe ich trotzdem soweit Angst, weil ich erinnere mal an DuckTales, die neue Neufassung. Inhaltlich ist sie ja super, ne? Also die Figuren sind toll, die ganzen, wie nennt man das denn? Crossovers mit den anderen Serien wie Baloo und Darkwing Duck und so. Ist alles super, super toll und das finde ich ganz großartig. Aber dieser Zeichenstil, das gibt mir so Augenkrebs, das ist, oh. Ja, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich hab mich sehr an den Zeichenstil gewöhnt. Ich komme jetzt auch gut mit ihm klar und auch wie der jetzt in den 3 Staffeln sich entwickelt hat. Fand ich schon eine krasse und sehr, sehr, sehr gute Entwicklung. DuckTales wurde jetzt nach der 3. Staffel gecancelt. Die machen da nicht weiter, die schließen es ab, was einerseits gut sein kann, andererseits natürlich schade ist. Dafür ist aber jetzt die Darkwing Duck-Serie angekündigt worden, wo wir vielleicht noch ein bisschen sowas mitbekommen. Da bin ich aber mal gespannt, ob das dann kommt. Und aber ich bin auch gespannt, ob das wirklich so sein wird, dass es dann ein Reboot von Gargoyles gibt. Ich meine, ich finde, es gibt natürlich gute Reboots und es gibt tolle Sachen, die Disney macht. Aber ich finde, man muss es auch irgendwo mal gut sein lassen. Ich finde, es könnten doch einfach mal neue Sachen produziert werden und nicht immer dieses alte aufgewärmt haben. Das ist genauso wie, wenn ich eins live höre und ich höre einfach immer nur irgendwelche Samples aus den 80ern momentan. Das ist so ätzend. Sehe ich ganz genauso. Ja, bin ich auch bei dir. Ich meine, besser sie
Ja, nee, eigentlich ist es schon richtig. Eigentlich sollte man schon neue Sachen machen. Das Problem ist immer das Marketing und die Kohle dahinter. Die nutzen natürlich IPs, die wohl, wo sie gute Erfahrungen mit haben und die sie nutzen können. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt bei dem ganzen Vorstellungen, die jetzt beim Investors Meeting von Disney gemacht worden sind, wurde ja auch ein Chip und Chap Reboot angekündigt, ein Live-Action-Film-Hybrid, so ähnlich wie die Chipmunks. Ach nö, das brauche ich nicht. Also nee. Ich kann mich großartig amüsieren, wenn ich mir, also Chip und Chap mal außen vor gelassen, eine tolle Serie, aber wenn ich einfach nur A-Hörnchen und B-Hörnchen sehe, wie sie Popcorn klauen von Donald, dann bin ich super unterhalten. Ich brauche da jetzt kein neues Reboot mit irgendwelchen animierten Backhörnchen, die durch die Gegend rennen. Das ist ja wie bei den Chipmunks. Naja. Das wird genauso aussehen. Oder wie bei den Schlümpfen, diese komischen Filme, die sie da gemacht haben. Ich habe die nie gesehen. Mir hat der Trailer gereicht. Ich fand es einfach nur grauenvoll. Ja. Ja. Sehe ich ähnlich. Da könnte ich direkt aus dem Nähkästchen was zu sagen, zu diesen ständigen Rebooten. Das ist ganz grausam. Das ist aber auch den Verlangen des Kunden anzulasten, weil was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, sagt man ja so schön. Und ich kann das selbst bestätigen, dass sie zum Beispiel jetzt Bücher von bekannten Autoren, die müssen auch nicht mal besonders gut sein, verkaufen sich zack, zack, zack. Und so von Büchern von unbekannten Autoren, mich zum Beispiel, schleppend. Mhm. Ein tolles Beispiel, Michael Heitz hat er ja, heißt er Heitz? Der hat unter einem Pseudonym einen Roman geschrieben und hat keiner haben wollen. Und da hat der Verlag die Reißleine gezogen und sagt, okay, wir müssen jetzt sagen, wer das ist. Nach nur 7 Tagen haben sie dann offenbart, dass da dieser völlig unbekannte Autor, der dann Roman geschrieben hat, den niemand haben möchte, dass das der Markus heißt, glaube ich, heißt Markus heißt. Egal. Dass der den geschrieben hat und sagt, wapp, 3.000-4.000 Verkäufe innerhalb von ein paar Tagen. Mhm. Na, das ist ja das Typische. Das ist ja auch, ich glaube auch, zum Beispiel der J.K. Rowling, die hat ja auch unter Synonymen. Genau, dasselbe Prinzip, genau. Selbe Prinzip. Hätte man nicht gewusst, dass sie das geschrieben hätte, wären die Bücher sicherlich lange nicht so gut weggegangen und haben ja jetzt auch nicht so gute Kritiken letztendlich. Und so ist das halt grundsätzlich. Jeder Fernsehsender, jede Unterhaltungsfirma muss erstmal Geld scheffeln, möchte erstmal Geld scheffeln. Und dann nehmen sie auch lieber das, wo sie ganz genau wissen, das kaufen uns Leute sowieso ab. Egal wie gut oder schlecht wir das machen, egal, da steht ein großer Name dran, das kaufen die blind. Die gehen da einfach ins Kino oder schalten ein, scheißegal. Allein die aktuellen Star Wars Filme, ich bin kein Star Wars Fan, aber ich habe trotzdem alle Filme gesehen. Alle Fans finden die Filme doof. Irgendwie mag die niemand, aber die haben so viel Kohle reingespielt, dass Disney immer wieder einen drauflegt. Ja, aber das ist ja in anderen Branchen genauso. Also, genau. Das betrifft nicht nur Film- und Serienbranche, sondern das betrifft die Werbebranche, das betrifft alle möglichen Waren und Güter. Also das wird sich auch nicht ändern. Das ist, wie du gesagt hast, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist da ein ganz gutes Sprichwort. Und das, man muss halt, ich weiß nicht, so wie Netflix das macht mit einem Algorithmus oder so, da kann man den Menschen vielleicht ein bisschen austricksen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sich Friends die komplette Staffel einmal im Jahr anguckt, weil es einfach meine Wohlfühlserie ist und ich weiß nicht, ich fühle mich halt wohl, wenn ich die gucke. Jetzt zum Beispiel eine neue Serie auf Netflix, das Damen-Gambit, was ich jedem da draußen nur empfehlen kann, sich anzuschauen. Eine tolle Serie. Hab ich gesehen. Und ich war halt froh, dass es halt bei mir auf der Startseite aufgetaucht ist, bei Chris übrigens auch, weil es immer ein Wunder ist, wenn Sachen gleichzeitig bei uns auftauchen, weil unsere Netflix-Startseiten komplett anders aussehen. Der Unterschied könnte nicht größer sein. Ja, aber ich denke mal, dass auch Disney Plus hoffentlich mal ein bisschen dazulernt und ja, den Leuten auch einfach mal ein bisschen was anderes anbietet. Ja, dazulernen.
Du weißt, dass 10 Marvel-Serien und 10 ich weiß, Star Wars-Serien und diverses anderes angekündigt. Ja, solange es so gut ist wie The Mandalorian, dann bin ich ja dabei. Dann ist alles gut. Ja. Eine letzte Info vielleicht noch zu dieser Episode, ganz spannend ist für vor allem den Star Trek-Fans. Diane Mazza, die Mutter, wird von Nichelle Nichols gesprochen, der Uhura. Ah, okay. Star Trek, oh hell. Also noch mehr Star Trek-Veteranen in dieser Serie drin. Es kommen noch mehr. Es war noch nicht das Letzte. In der nächsten Episode haben wir noch mal jemanden. Und wie geht's denn in der nächsten Episode weiter? Ja, pass auf, wir haben da die Folge 13, was auch die letzte Folge dieser Staffel ist, das Staffelfinale, heißt Das Wiedererwachen oder auch im Original Reawakening. Und da geht es darum, dass Goliath bei der Polizei ein bisschen aushelfen will. Das kommt mir ein bisschen so vor, als wenn er so einen Tag mal Praktikant spielen möchte. Und er begleitet Eliza auf Streife. Währenddessen tüfteln Demona und Xanatos an ihrem neuen Technikwesen, Hybridwesen, in ihrem Geheimlabor. Das sieht so jedenfalls so aus. Und wir erleben dort den ein oder anderen Frankensteins-Monster-Moment. Und Coldstone, wie das Wesen heißt, greift natürlich Goliath und die Gargoyles an. Demonas und Xanatos Plan geht aber nicht auf und Coldstone verschwindet wieder aus der Zeichentrickwelt. Ja, das war jetzt so ganz, ganz grob und der Galax möchte da bestimmt noch was zu sagen. Ich lass mal den Mischer vor. Hier haben wir letztendlich das Finale der ersten Staffel, das noch ein paar Dinge für die zweite Staffel vorbereitet, die ganz essentiell hier sind. Denn am Ende der Episode haben wir den ganz, ganz wichtigen Wechsel vom Castle Wyvern zum Polizeiglockenturm, was quasi auch ein großer Bruch für die Gargoyles ist, denn sie müssen ihr Zuhause, ihr lang gehegtes Zuhause verlassen. Du verwechselst das gerade mit Episode 8. Moment. In Episode 8 Macbeth tritt auf, da sind sie in den Glockenturm gezogen. Entschuldigung, dann habe ich stimmt, hier war es so, dass sie sich selbst im Glockenturm nicht sicher fühlen können. Entschuldigung, jetzt dann führ du doch nochmal ein. Dann habe ich jetzt doch wirklich verwechselt. Tut mir leid, dass ich unterbrochen habe, aber. Nein, alles gut. Dafür bist du ja auch hier gerade. Also es ist so, dass hier im Prinzip etabliert wird, dass die Gargoyles mehr als ihren Turm beschützen, sondern die ganze Stadt, ganz Manhattan, also in dem Fall nur den Stadtteil von New York, Manhattan, beschützen. Und diesen als ihre Burg verstehen und dann auch dort hart werden. Wie nennt man das? Keine Ahnung, wie man das Wort nennt. Zu der Episode selbst ist, Gott, wo fängt man da an? Du hattest das eigentlich so schön eingeleitet. Ich wollte dich überhaupt nicht unterbrechen. Entschuldigung. Alles gut. Ich hab's in der Tat. Ich hab angefangen und dann bin ich doch in eine frühere Episode zurückgesprungen. Aber auch, es ist wie du gerade schon gesagt hast, sie lernen den Polizeiglockenturm als ihr Zuhause und Manhattan als ihre Burg zu verstehen, um diese Burg, um die Menschen in Manhattan von allen Bösen wie Xanatos zu beschützen. Das ist ja auch eine wichtige Akzeptanz für Goliath, der es auch lange nicht verkraften konnte, aus dem Schloss herausgeschmissen worden zu sein. Also nimmt er hier eine neue Aufgabe an sich in Form der Beschützer, wie kitschig es sich anhört, von Manhattan. Genau, also grundsätzlich ist diese Episode für Goliath eine sehr starke Episode. Grundsätzlich ist das ein unglaublich starkes Staffelfinale gewesen. Also atmosphärisch ist das super dicht, die Episode. Sehr emotional, sehr actionlastig, fantastisch animiert. Allein die Szene unter Wasser mit Goliath und Coldstone, da kriegt man ja Gänsehaut. Puh, da kriege ich selbst jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie begeistert ich von dieser Episode bin. Die ist wirklich in allen Punkten perfekt, einfach nur perfekt. Also das ist eine ganz tolle Episode. Gibt auch dazu wieder ein paar lustige Informationen aus dem Hintergrund.
die haue ich aber ja später raus. Entscheidend ist hier, dass die Figur Coldstone, die wird ins Universum gestoßen und bricht so quasi ausdrücken soll. Er hat diese Brücke zwischen Dimona und Goethe erstellt. Er ist ja zusammengesetzt worden aus mehreren verstorbenen Gargoyles, die im Massaker damals 994 zerstört worden sind. Und mit den Teilen, die halt gefehlt haben, die wurden halt technisch ersetzt. Und mit Magie und Technik haben sie halt dieses Wesen wiederbelebt. Daher heißt das auch Wiedererwachen. Und eigentlich hausen in Coldstone drei Seelen, und zwar drei Seelen von den drei Trümmerteilen, die dort verwendet worden sind, um diesen Hybriden zu erstellen. Jetzt kann ich doch mal den Funfact gleich raushauen. Und zwar hatte man damals in den Disney-Studios diesen Coldstone entworfen, nach diesem Gargoyle, der dort aufgetaucht ist in der Rückblende. Der heißt übrigens Othello, diese Figur. Die haben alle intern Namen bekommen, damit die Skriptschreiber wissen, um wem es geht. Da können sie ja nicht immer schreiben, Goethe sein Bruthöhlenbruder. Die haben jetzt alle Namen bekommen. Die andere Seele heißt Iago und die dritte Seele heißt Desdemona. Und Desdemona ist die Gefährtin von Othello gewesen. Und die Seelen von Othello, Desdemona und Iago sind halt in diesem Körper drin. Und warum er trotzdem nur aussieht wie Othello mit Technik, liegt daran, dass die zum Ende der ersten Staffel das Design der anderen beiden noch nicht abgeschlossen worden ist und die Entwickler noch gar keine Vorstellung hatten, wie sollen denn die anderen beiden aussehen. Dann haben sie einfach das genommen, was sie da hatten und haben Coldstone entsprechend designt. Ja, Respekt, im Prinzip hast du aber dadurch auch schon ein bisschen vorweggenommen. Tut mir fast leid. nein, ist gut. Was uns in der zweiten Staffel auch noch erwartet, jetzt ist es ja erstmal die Einführung eines neuen Mitglieds der Gargoyles-Familie, der aus dem alten Clan da ist, wo man jetzt erstmal nur die Ahnung davon hat, dass das ja scheinbar einer der Geschwister, einer der als Bruder, wird er von Gargoyles bezeichnet, von Goliath bezeichnet, aus seinem früheren Clan ist. Und er erkennt ihn ja auch entsprechend wieder. Genau, sie erkennen sich ja beide wieder. Genau, sie erkennen sich beide wieder. Und das führt letztendlich auch zum Vereiteln von Dämonas und Xanatos' Plan, die ja versuchen hier quasi Magie und Technik zu vereinen. Was ich so wunderbar an dieser Serie finde, dass sie in alle Richtungen geht und diese ganzen Mythen mit aufnimmt und was Eigenes daraus bastelt. Und ja, letztendlich ist es ja auch, man sieht, selbst die besten Pläne, selbst Xanatos und Dämona treten sich gegenseitig eigentlich bei ihren Plänen meist auf die Füße. Und ähnlich ist es hier auch, wenn die zusammenarbeiten, kommt aus meiner Erinnerung gar nicht mal immer so viel dabei raus, wie die beiden sich erhoffen, weil die sich eher gegenseitig im Weg stehen. Das Ding ist, dass Xanatos die Gargoyles natürlich haben möchte, unter Kontrolle halten möchte, sie einsetzen möchte, so wie in der ersten Episode. Sie sollen halt für ihn so kleine Aufträge erfüllen, das sollen so seine Äffchen sein in seinem Zoo, die er halt kontrollieren kann. Und Dämona wollte ja ursprünglich diese Gargoyles für sich haben, um ihren Feldzug in die Menschheit zu führen. Haben beide ja grundsätzlich verschiedene Pläne, aber um beide Pläne zu erfüllen, muss Goliath weg. Ne? Goliath ist der in dem Fall schlicht und ergreifend stört. Das ist Dämonas persönlicher Feind. Sie möchte ihn auf jeden Fall töten. Wir können ja schon, ich glaube, das wissen alle, dass sie nach wie vor in Goliath verliebt ist, aber trotzdem, sie gibt ihm die Schuld an wirklich alles Schlechte, was ihr jemals widerfahren ist. Und dieser Hass, diese Wut, lässt sie da blind agieren. Hm. Und Xanatos, der hat das seine eigenen Gründe. Und dass diese beiden Pläne natürlich kollidieren, permanent, das wird in dieser Episode wunderschön dargestellt, wo er sich im Prinzip die Gargoyles rettet, damit sie nicht getötet werden und dadurch seinen eigenen Plan im Prinzip verdirbt. Ah, okay. Ja, ich würde mal sagen, wir hüpfen auch jetzt direkt mal zur Staffel 2. Ja. So, und zwar fangen wir da an, wieder mal mit The Pack. Ich wusste ja, dass sie uns ab und zu mal wieder, ja,
besuchen in unserer Gargoyles-Welt. Und in der ersten Episode der zweiten Staffel, die da heißt Die Meute wildert wieder, oder auch auf Englisch Leader of the Pack, geht es darum, dass The Pack aus dem Gefängnis ausbricht. Und natürlich steckt mal wieder Xanatos dahinter. Und er möchte sich an den Gargoyles rächen. Ja, Lexington, um den es dann auch in der Folge geht, möchte sich auch rächen, aber an The Pack, weil es anscheinend ja eine der größten Enttäuschungen war, die er je erlebt hat. Wir haben ja, wenn wir uns zurückerinnern, erlebt, wie Lexington so ein großer Fan von The Pack war. Und hinterher finden wir dann raus, dass der Gefängnisausbruch nur als Ablenkung gedacht war, damit Xanatos Fox schneller aus dem Gefängnis befreien kann. Denn die beiden sind miteinander verbandelt. Ja. In dieser Episode sieht man mal wieder, ich finde es so, ich kann mich noch nur wiederholen, so wunderbar, wie Xanatos einfach in dieser Serie dargestellt wird als das Genie, ja, was alle Fäden in der Hand hat. Er ist wirklich ein böser Tony Stark und Jonathan Frakes, der macht das auch von der Stimme her ganz großartig und wunderbar. Weißt du, woran er mich erinnert hat am Ende der Folge? The things we do for love. Ah, ja. Wie so ein Jamie Lannister. Das stimmt. Jamie war allerdings nicht so clever wie... Nee, das stimmt. Ja. Noch mal ganz kurz eine Sache, die ich ganz vergessen hatte. Ich hatte ja eben auf Star Trek hingewiesen. Cold Stone wurde übrigens von Michael Dorn, dem Worf-Darsteller, gesprochen. Genau. Wird weiterhin von ihm gesprochen, auch in den Episoden, in denen er noch vorkommen wird. Spoiler-Alarm, so ein bisschen. Das hatte man ja auch... Ich meine, wie clever Xanatos ist, hat man auch in der letzten Episode so ein bisschen dadurch mitbekommen, in dieser Episode, er steckt ja in dem Kostüm, in einem vom Eisernen Clan, in dem Anführer vom Eisernen Clan drin, was dann in der letzten Episode Goliath und Co. auch endlich erfahren, dass Xanatos dahinter steckt. Und ja, in dieser Episode ist mal wieder viel Ärger um nichts oder viel Ärger um eine Ablenkung, um Xanatos persönliches Bedürfnis, und zwar seine große Liebe zu befreien, aus dem Gefängnis zu bekommen. Tatsächlich kann ich da gar nichts groß hinzufügen. Das hat Anja super zusammengefasst, denn wirklich wichtig sind in dieser Episode sind nur die letzten 3 Minuten, das Rest ist Geplänkel. Ja, also ich finde, so für einen Staffelauftakt fand ich die Folge jetzt ein bisschen, ja... Ging so. Aber ehrlich gesagt fand ich das Ende sehr, sehr gut, weil so diese menschliche Seite von Xanatos oder halt so eine andere positive Seite von Xanatos nochmal darstellt, weil ich es eigentlich ganz schön finde, dass dieser Bösewicht ja auch ein liebender Mensch ist und seine Gefühle da auch mal ein bisschen zeigt. Ja. Ja, ich fand die Episode eigentlich sehr gelungen, weil sie ist sehr actionlastig. Also für einen Auftakt einer Serie, wo man jetzt versucht, neue Zuschauer zu binden, braucht man gar nicht so viel Tiefe. Man braucht erstmal, dass es knallt. Ne? Und das tut es in dieser Episode wirklich gewaltig. Es ist eine sehr spannende Episode, sehr gelungen gemacht. Die Animationen wechseln zwischendurch sehr heftig. Dazu kann ich später noch erklären, warum, wieso, weshalb in der zweiten Staffel innerhalb der Episoden der Zeichenstil sich ändert. Das liegt an den verschiedenen Studios, die damals beauftragt worden sind. Greg Weisman hatte versucht, für die wichtigen Episoden die guten Studios zu kriegen. Und für die mäßigen Episoden wurden halt andere Studios, die schneller, aber dafür weniger sorgfältig produzieren, beauftragt. Und es gibt ganz wenige Episoden, die sogenannten Billigstudios entstanden sind. Man hat, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Studios beauftragt gehabt, diese 52 Episoden der zweiten Staffel innerhalb eines Jahres produzieren zu können. Okay. Ja, letztendlich haben wir dann auch wieder eine Figur, die eingeführt wird, die wir später noch kennenlernen werden in einer... Coyote. Aber ich meine eigentlich, heißt der Coyote, der Xanatos? Der Androide, ja.
Ja, der Androide, genau. Haben wir damit schon zu viel verraten? War es in dieser Episode schon verraten worden? Nee, war noch. Doch, der ist ja am Ende zerstört worden. Er hat ja den Kopf des Androiden dann neben sich liegen. Genau, das war Coyote. Mhm. Ja, Coyote, genau. Deswegen heißt es auch Leader of the Pack im Original, weil Coyote halt the Leader of the Pack wird. Ja. Genau, und wir können dann auch gerne zur nächsten Folge rüberschlittern. Das ist dann die Episode mit dem Titel Metamorphose und im Original Metamorphosis. und da muss ich ganz, jetzt... Ganz, toll ganz Episode. Ganz tolle. Da muss ich gerade irgendwie mal auf den Text von Fernsehserien.de zurückgreifen. und da geht es darum, dass Elizas Bruder Derek, der jetzt wieder eine Rolle spielt, mit zwei weiteren Männern und der Dame Maggie Reed durch ein genetisches Experiment in ein monsterähnliches Wesen verwandelt wird. Und der Derek ist der felsenfesten Überzeugung, dass die Gargoyles den Dr. Severius, den einzigen Wissenschaftler, der ihnen helfen könnte, auf dem Gewissen hat. Oder dass die Gargoyles ihn auf dem Gewissen haben und ergreift deshalb Goliath und die übrigen Gargoyles an. Ja. Ja, was haben wir in dieser Episode? Wir haben letztendlich auch wieder eine sehr, 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 sehr wichtige Episode, weil einerseits wird, den hatten wir bisher noch nicht, hatten wir ihn schon, Dr. Anton Severius. Nee, der wird hier neu eingeführt. Genau, Anton Severius wird eingeführt, der im englischen Original übrigens von Tim Curry gesprochen wird. Ach, großartig. Von dem wir lange nichts mehr gehört haben. Und und es werden die quasi, wie heißt die Gruppe um die anderen Mutanten? Die werden jetzt eingeführt. Die heißen eigentlich nur Mutanten. Die wurden nur Mutanten. Genau, in meiner Fanfiction damals habe ich sie irgendwann Catbats genannt. Ich fand das irgendwie cool. Ja, und wir nehmen die Geschichte von Derek wieder auf. Und es gibt einen Wandel hier von Derek. Ich muss persönlich sagen, die Side-Story mit den Mutanten, mit den Mutationen von Severius hat mich so nie groß gefasst. Ich weiß es nicht, ob es deshalb war, weil auch meistens diese Episoden nicht besonders toll animiert worden sind. Also der Stil ist auch eher wieder ein günstigerer Stil gewesen. Und das habe ich immer das Gefühl, das war mit den anderen Severius- und Mutanten-Folgen auch so. Es ist halt dramatisch, was mit Derek passiert. Aber irgendwie haben mich diese anderen Charaktere nie so ganz gefasst. Die sind tatsächlich sehr flach geblieben im gesamten Verlauf der Serie, auch später in der Fortsetzung im Comic-Format. Das Problem ist, oder die Idee dahinter war eigentlich, wir gehen erstmal inhaltlich darauf ein, dass ja Xanatos solche fliegenden Überkreaturen haben möchte. Mhm. Da die Gargoyles nicht verfügbar sind, muss er sich halt selber welche machen. Und da müssen halt diese Mutanten hin. Und dass er wieder mal Derek ausgewählt hat, das war ja kein echter Unfall. Das war wieder inszeniert. Das ist auch einfach nur seine eigene narzisstische Art und Weise, sich einfach zu rächen, um Goya zu schaden, indem er Elisa schadet. Das ist so, wo man sagt, doof. Das macht ihn so dermaßen unsympathisch und sogar ihn so üblen Bösewicht, dass wenn man jetzt die restliche Episoden, also die restliche Serie kennt, da gibt es einfach ganz viele Punkte, kann man nie wieder verzeihen, ne? Ja. Wobei ich es geil finden würde, so verwandelt zu werden, ist die andere Geschichte. Ja, ist die Frage. Ich meine, die haben ja den Vorteil, dass sie am Tag nicht versteinert werden letztendlich und die ganze Zeit so bleiben. Ich muss ja sagen, aber das ist eher bei späteren Episoden und da möchte ich nicht spoilern, würde ich gern eigentlich so eine Metamorphose wie Dämona später haben. Das wäre meine Wunschmetamorphose. Aber abgesehen davon, letztendlich die Mutanten werden eingeführt. Dr. Severus wird eingeführt. Dr. Severus, der immer auch in dieser Art von Episoden sehr wichtig ist. Und das ist, ich meine, es gibt einen Punkt,
in dieser Serie, wo das die Beziehung und das Verhältnis zu Xanatos irgendwann sich komplett verändert. Aber hier sind wir jetzt erstmal noch in dem Punkt, wo es einfach nur schlimmer wird mit ihm. Und die Folge endet ja auch wirklich auf einer sehr, sehr dramatischen und düsteren Note für den Rest der Staffel. Ich könnte jetzt noch was hinzufügen, was jetzt nicht genau auf diese Episode hinzugehört, aber allgemein zu dem Plan von Xanatos, an solche Flügelwesen zu kommen. Und zwar, ich hatte ja am Anfang gesagt, es gab diese Marvel-Comic-Serie, die parallel zur Serie gelaufen ist damals. Und dort wurde bereits ein Flügelwesen künstlich geschaffen. Das ist auch kurzfristig da gewesen. Das ist noch vor dem Mutanten gekommen. Das war eine junge Frau, die wurde geklont aus Demona und ich glaube Elisa, bin mir aber nicht 100% sicher. Sie ist aber am Ende des Comic-Heftes gestorben. Okay. Und die Marvel-Reihe, gibt es die eigentlich noch irgendwo? Also ich kenne die SLG-Comics oder wie sie SLG-Comics, die habe ich auch hier zu Hause, die Nachfolger. Und da war ich auch ganz, ganz traurig, dass die nicht mehr fortgeführt haben. Nicht mehr durften. Nicht mehr konnten. Nicht mehr durften, weil sie die Lizenz am Ende jetzt entzogen bekommen haben. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber die Marvel-Serie ist durchaus Canon, oder? Ja, weil Greg Weisman halt beratend mit beteiligt war. Okay. Und kann man die nachkaufen? Ist die komplett vergriffen? Kann man nur auf dubiose Internetquellen zurückgreifen? Also, du kannst bei eBay sicher mal so ein Heft für 30, 40 Dollar bekommen, wenn du Glück hast, aber sehr schwer. Ich habe fast knapp 7 Jahre gebraucht, um an alle 11 Ausgaben zu kommen. Wow, das ist wirklich lange. Ja, gut, aber vielleicht, also eventuell gibt es ja die Chancen, da auch noch in Zeiten des Internets da noch so dran zu kommen. Es gibt irgendwo semi-legale Seiten, wo du diese Comics garantiert dir angucken kannst. Ja, genau. Mit diesen 2 Episoden ist im Prinzip die 2. Staffel gestartet. Die 1. Episode ist jetzt eher eine klassische gewesen. Das Pack war noch nie unbedingt meine Lieblingsgruppe in der Serie. Und auch die Mutantengeschichte fand ich, wie du es auch eben gesagt hast, bisher immer sehr flach. Aber in den nächsten Episoden, da geht's dann erstmal richtig zur Sache. Und da werden auch sehr, sehr wichtige Figuren und Elemente etabliert. Und ab da muss man sagen, findet sich Gargoyles als Serie schon ganz stark selber und vertieft den Lore, der aufgebaut wird, deutlich. Ich meine, eine meiner absoluten Lieblingsepisoden kommt jetzt, werden wir in der nächsten Folge hier zu besprechen, und das ist The Mirror, der Spiegel. Und ich bin mal gespannt. Anja, hast du schon ein bisschen weitergeguckt? Nee, noch nicht. Ja. Dann hast du noch so ein bisschen im Kopf, wie es um Puck und andere ging? Boah, nee. Also ich werde wahrscheinlich jetzt am Wochenende oder danach das Wochenende mir mal Zeit nehmen, um da wieder ins Thema reinzukommen und mir die nächsten Folgen anzuschauen, weil dann ja ein bisschen, ja, hoffentlich ein bisschen ruhiger wird jetzt mit dem harten Lockdown. da habe ich ja dann ein bisschen Zeit, hoffentlich. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, weil ich bin ja die Einzige von euch beiden hier, die noch nicht weiß, wie es weitergeht. Sorry für alle Spoiler. Ach, alles gut. Wie ist dein Eindruck bisher? Aber wurdest du bei der 2. Staffel schon angefixt oder erwartest du lieber Sachen aus der 1. Staffel, die noch für dich vertieft werden sollen? Was natürlich ein Thema ist, ist ja Demona. Das habe ich ja schon in der letzten Folge oder so mal gesagt. Da bin ich ja gespannt, wie die Figur sich weiterentwickelt. Ja, und auch generell, welche Figuren in den Vordergrund gerückt werden, welche vielleicht noch dazukommen, ob neue Charaktere eingeführt werden, wie sich generell die Thematik irgendwie vielleicht ändert oder ja, was halt alles so passiert. Genau.
Ja, Galax, danke, dass du heute dabei warst und uns dein Wissen geliehen hast. Ich traue mich ja fast gar nicht zu fragen, hast du Lust, nochmal zurückzukommen? Trau dich ruhig, frag mal. Hast du Lust, uns nochmal ein bisschen in den nächsten Episoden zu begleiten mit deinem Wissen? Aber sowas von. Ich fand das richtig cool heute, das hat richtig Spaß gemacht. Das freut mich. Ja, weil ich glaube an, ich meine, auch die durch die ganzen Sachen, die ich mir angelesen habe und das so ein bisschen noch in meinem Kopf hängt, ein paar Verwirrungen kommen doch mal wieder rein, ein paar Verwechslungen, auch wenn ich sie letztens nochmal geschaut habe. Aber mit deinem Fachwissen da reinzugehen, mit deinem Nerdwissen, also sagen wir mal, das haben wir dich am Anfang gar nicht gefragt, was wir alle Gäste am Anfang eigentlich fragen. Also das muss ich jetzt nachholen. Wie würdest du deinen Nerd-Faktor auf der Stufe 1 bis 10 betrachten, wobei 1 das niedrigste ist und 10 das höchste? Ich glaube 42. Ist ja die Antwort von allen. Ne? Ja, also gefühlt ist das auf jeden Fall bei Gargoyles definitiv so. Und ich bin echt, also du hast mir einige Sachen heute verraten, die ich auch im Hintergrund so noch nicht gewusst habe und wo man sich sicherlich irgendwelche, zumindest das Ask Greg Forum wahrscheinlich nochmal in aller Ruhe durchlesen müsste. Das gibt's sogar noch. Das gibt's sogar noch, ja, ja. Aber er schreibt nicht mehr da drin. Nee, schon lange nicht mehr. Ja, schade. Beantwortet er denn auf Twitter noch Fragen zu Gargoyles? Uff, gute Frage. Habe ich die probiert, weil auch damals im Ask Greg Forum, dass er da mal. Also ich glaube, ich habe ihm selbst 3-4 Fragen gestellt, die niemals beantwortet worden sind. In der Regel kommt nur ganz kurz so, habe ich schon mal erzählt, guck ins Archiv. Okay, alles klar. Ja, deshalb, also ich hoffe, es hat euch auch den Zuschauern heute wieder viel Spaß gemacht zuzuhören und wir konnten euch ein bisschen an der Stange halten, auch vor allen Dingen mit Hintergrundwissen. Was wir vielleicht nicht alltäglich im Internet zu lesen ist zu dieser Serie. Und ich hoffe, wir haben euch angefixt, auch wenn wir diese natürlich im Gegensatz zu vielen anderen Serien hier in einer etwas größeren Zeitspanne durchgehen. Aber ja, wenn ihr uns das nächste Mal hören wollt, wir versuchen es auf jeden Fall irgendwie monatlich rauszubringen. Unser Plan ist noch nicht ganz aufgegangen, dass jede zweite Woche im Monat eine Folge rauszubringen, aber schauen wir mal, dass wir mindestens einmal im Monat euch irgendwas präsentieren können, einmal alle 1 bis 2 Monate. Wer mehr von uns hören will, kann das in der Zwischenzeit aber trotzdem auf nerdizismus.de machen, wo ihr auch unsere ganzen anderen Serien und Filmbesprechungen mitbekommt, wie zum Beispiel The Mandalorian oder Star Trek Discovery. Montag, vielleicht jetzt nicht passend, wenn der Podcast hier rauskommt. Montags findet ihr uns auch oft im Livestream ab 21 Uhr, wo wir entweder Mandalorian oder Discovery oder irgendeine andere Serie besprechen. Oder ihr schreibt uns, wie gesagt, an info@nerdizismus.de an unsere WhatsApp-Nummer 01525-964-7709 oder begleitet uns doch auch mal hier im Discord auf nerdizismus.de/Discord und schreibt uns da ein bisschen von dem, was wir vielleicht richtig, was wir vielleicht falsch und was vielleicht wir vielleicht gar nicht gesagt haben. Dementsprechend, Anja, dir vielen Dank fürs heute wieder mitreden. Sehr gerne. Galax, super, dass du dabei bist und dabei sein wirst. Vielen Dank auch dir. Dankeschön, bitteschön. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.